So, ihr Schnuckeltiere da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Ich dachte gerade, ich baue noch mal ein bisschen weiter rum, aber nö, ich habe mich jetzt entschlossen, jetzt direkt einfach mal in das Wrack reinzugehen. Was haben wir jetzt an Waffen dabei? Ja, den Hammer brauche ich jetzt erstmal nicht. Es geht nur darum, falls ein Hai kommt, dann kann ich ihn damit auf jeden Fall schon mal schrecken oder so. Und die Steinhacke brauche ich nicht. Genau, komm. So, wollen wir mal gucken. Weiter rein. Haben wir ein Messer am Start? Ja, ne? Doch, ich brauche den fucking Hammer. Wo habe ich den gepackt jetzt? Oh, wo ist der jetzt? Da, einen fucking Hammer brauche ich tatsächlich. Und ich brauche Seile, verdammte Scheiße. Okay, ich muss mir Seile erstmal herstellen. Habe ich noch welche dabei? Wir wollen wirklich unser Boot ein bisschen aufhübschen. Oh, guck mal, ich kann auch so einen Gyroskopter nochmal bauen. Dann sind so unsere Plünderinseln. Da muss ich auch nochmal besuchen, um dann neues Holz mal abzuernten. So. So, wollen wir hoffen, dass wir hier keinen Feuerfisch fangen oder der uns fängt. Guck mal, hier haben wir doch schon mal. Wie konnte ich mich nochmal bücken? Genauso. Na komm, reinglinschen irgendwie. Oh, es geht immer nicht, ne? Das ist echt. Aber man wird hier echt seekrank tatsächlich, das muss ich sagen. Ach, hier habe ich schon angefangen, ne? Okay. Wir brauchen noch zwei Reifen. Also, ich könnte mir mit den zwei Reifen, die hier. Stapel, die hier sind. Könnte ich mir tatsächlich drei Sachen von so einem Fluss bauen. Was ziemlich cool ist. Wieder einfach so wegspringen, ne? So. Genau, das bauen wir uns. Ich finde das kompliziert, hier rein und rauszulaufen, Mann. Aber es ist wahrscheinlich der Plan. Vielmehr ist der Plan, irgendwie durchzuschwimmen oder so ein Scheiß. Oh, guck mal. Aber es geht einfacher. Hä? Komm, lass mich mal hier durch. Bisschen freezen tut das hier. Warum auch immer. Mann! Nein, in dem Moment. In dem Moment, wo ich drücke. Wir sind alle Geschöpfe vom lieben Gott. Wir wollen uns nicht über solche Sachen ärgern. Scheiße, ey. Das fuckt mich richtig ab, irgendwie. Bin ich noch gar nicht drin, ne? Nee. Oh, sowas Ärgerliches, ne? Das ist... Oh. Und das freest hier. Gerade hier am Schiff freest das Spiel ohne Ende, ne? Na komm. So, achso, wir könnten ja mal wieder aufstehen, ne? Ist nicht dein Ernst? Das war. Warum freest das Spiel jetzt gerade so doll? Das ist ekelhaft. Warum? Weil ich gerade im Bug drin bin oder so? Ja, wahrscheinlich. Ja, tatsächlich. Weil ich so gerade in so einem Ding drin war. Deswegen freest das. Meine Fresse, ist das ekelhaft. Kann ich hier drum rausgehen? Durch den Bug? Schade, ich dachte. Das wäre natürlich ziemlich cool. So Bug-Using einfach mal. Oh, bitte. Ist nicht dein Ernst jetzt, ne? Das ist nicht dein Ernst. Wow. Also ich muss sagen, das Schiff hier ist noch ziemlich verbuggt irgendwie. Oh,
ja, warum kriege ich einfach nicht 1000 SMSen? Nochmal. Kommt da. Ist ein Hai hier am Start? Nee, ne? Ist er jetzt dran? Ja. Ach, wie schön. Einmal hat es funktioniert. Ah, da waren ja Barrels auch noch, ne? Da muss man auch nochmal hin. Zum Rochen. Nichts Schlimmes also. Lass uns mal hier nochmal weiter untersuchen. Ich wundere mich, dass die Macher vom Spiel das auch irgendwie so gemacht haben, dass die... Ich wollte mal in diese Richtung hier tauchen. Oh, Alter, da rein. Müssen wir echt mal so eine... Da sind noch mehr Barrels und Spinte. Ich glaube, ich spinnt. So, warte, einmal auftauchen. Nicht, dass uns auf einmal meint, einen Hai quer durch den Ozean ziehen zu müssen. Oh, jetzt sind wir ganz woanders. Da wollte ich gar nicht rein. Okay. Okay, aber hier ist nichts, was uns wirklich interessieren könnte. Nochmal auftauchen eben. Oh, jetzt hänge ich in den Drahtseilen fest. Unglaublich. Warte. Genau hier weiter runter. Oh, ist ein bisschen aufregend auch, ne? Muss ich auch sagen. Irgendwas klopft hier gegen das Schiff. Wir müssen unbedingt hier raus jetzt hier. Oh, Alter, Freeze! Ja, leider freest das hier sehr viel. Bei mir zumindest an diesem wunderschönen Wrack hier. Aber die Entdeckungssachen sind hier einfach sehr groß einfach, ne? Das ist einfach schön. Man kann sich hier eigentlich gar nicht satt sehen, wirklich. Das ist der Laderaum. Krass. Aber super cool. Lass uns das mal alles mal verstauen, was wir jetzt hier gesammelt haben. Ich habe gehofft, dass wir hier ein paar Sachen finden, die ich gebrauchen könnte tatsächlich, aber... Ach, da waren ja... Aber warte mal eben, ich könnte doch hier das für meine Hütte hier benutzen. Das ist doch viel geiler hier gerade, warte mal eben. Ich überlege gerade was. Aber was? Eine Tür? Eine Wand? Fenster? Oder Decke? Ich glaube, ich fange schon mal an, Decken zu bauen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, glaube ich. Ah, dafür brauche ich 4x Planken für den Boden? Sag mal, sind die doof? Das ist ja der Hammer. Alter, guck mal hier, Bricks. Die auch nochmal gebaut haben, ne? Sind die voll doof oder was? Mal, was kostet die Wand? 2 so eine Planken. Nee, 2. Diese Container-Dinger, ne? Wieso habe ich die noch nie machen können? Brick Wall, Brick Half Wall. Ach so, guck mal, 2. Dann, ja, da kommt hier eben halt noch ein Fenster rein. So einfach ist das, ne? So, guck mal an. Entweder hier rein. Oder. Ne, da habe ich kein Fenster. Da habe ich kein Fenster gemacht. Aber ganz egal. Hier ist eine Tür, das Dings, genau, dann könnten wir hier noch ein Fensterchen reinmachen. Na komm!
Wird diese Hütte mal ein bisschen besser fertig wird hier bald. Finde ich das gar nicht mehr so übel. Ich sollte auf jeden Fall nochmal diese andere, diesen Wellblech nochmal holen da unten. Das mache ich jetzt auch. Ups. Ich habe gar nicht geguckt, was in der Kiste ist, ne? Oh mein Gott, das wird schon echt dunkel. Ne, das wird Quatschkram, das ist Selbstmord. Wer jetzt da reintauche, wäre es Selbstmord. Wir sehen ja kaum was. Das wäre sinnlos. Absolut sinnfrei wäre das, wenn wir es jetzt so machen würden. Aber wir können mal gucken, was wir für unser Gyroskopter irgendwie brauchen. Dann könnten wir das schon mal anfangen zusammenzubauen. Oder ja. Das heißt auch, dass wir die Closest, die haben wir da hinten am Land. Den Hammer lege ich, den brauche ich noch tatsächlich. Die Seile brauche ich dafür aber gerade nicht wirklich, glaube ich. Lass mal gucken, was so ein Gyroskopter kostet. Was müssen wir denn da alles bauen für, frage ich mich. Ich denke mal auch so teilweise immer Sachen zusammen... bauen. Sachen zusammenbauen. Das wäre, glaube ich, der ganze Rahmen. Denn hier die Sitze. Der Rahmen kostet was? Was ist das? Ich weiß gar nicht, ob ich das habe. Doch, habe ich. Glaube ich doch. Habe ich doch, oder? Und ein Motor. Ja. Müssen wir aber mal schauen, wie wir das jetzt machen können. Pass auf. Pass auf. Ich muss jetzt mal überlegen. Pass auf. Erstmal dreimal Pass auf sagen. Wofür brauche ich den denn? Habe ich irgendwie in der Gebrauchsanweisung gar nicht gesehen. Mann, du Arsch. Warum nimmst du das denn mit, Mann? Blöd, Mann. So. So. Und dann. So. Natürlich läuft der Gyroskopter mit Sprit. Deswegen müssen wir allzu bald auch eine Spritstation herstellen. Was können wir jetzt alles auch machen tatsächlich, Freunde? Oder beziehungsweise wenn die Nacht... Ja, die in der Nacht baue ich natürlich auch noch ein bisschen. Ich frage mich, was das hier ist. Ich nehme das mal mit. So, wo sind die Gyroskopterteile? Da. Ich nehme einfach mal alles mit. Na gut. Irgendwie freest das Spiel mich gerade richtig doll heute. Warum auch immer. Ob das in OBS gerade liegt? Ne, an OBS liegt es nicht. Weil dann freezen ja nur die Aufnahmen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. So, dann lass mal gucken. Was können wir herstellen? Wir können einen Rahmen herstellen. Das ist schon mal ziemlich gut, glaube ich, oder? Den können wir uns auch hier hinstellen. Da hätten wir den. Ja, sieht schon mal nach was aus, ne? Also ich stelle mir schon richtig vor, wie das fertig aussieht. So. Genau. Ja. Klasse. Jetzt haben wir auch noch einen Sitz. Da füllt uns der Motor für und hier noch eine Batterie. Haben wir diesen Motor da? Dieser Right-Click-to-Pin. Nein, das ist Blödsinn. Wir wollen ja diesen Motor hier haben. Dann fehlt uns noch Dings und dann haben wir... Aber davon finden wir bestimmt noch jede Menge. So, pass auf. Ich bin am Basteln, Freunde. Und